Letztes Mal Musik bei den Summer Vibes in Kapfenberg. Und zu hören gab es am 3. September in Paschluck nicht nur fantastische Stimmen der Musikschule Kapfenberg, sondern auch Liz Görgel höchstpersönlich. Und das nirgendwo anders als am Liz Görgel Platz. Für die Stadt Kapfenberg eine besondere Freude, der zweifachen WM-Siegerin in ihrem Heimatort eine Bühne zu bieten. Und mit der Liz Görgel heute Abend ist noch ein wirklicher Star unter uns, der oder die eine zweite Karriere neben der Doppelweltmeisterschaft im alpinen Skisport auch als Musikerin hier überzeugen kann. Auch für die Sängerin bedeutete der Auftritt in ihrer Heimat besonders viel. Ja, ich freue mich riesig. Es ist so cool. Ich bin ja wirklich selten da mittlerweile, weil ich an und für sich jetzt in Mödling in Niederösterreich lebe und davor in Innsbruck lang gelebt habe. Aber herkommen bei dem Traumwetter und der schöne Platz und die schöne Sicht über das ganze Tal und ja, ist schon ganz besonders für mich. Die Leidenschaft zur Musik wurde bereits im Volksschulalter entdeckt. Seither hat die ehemalige Skifahrerin immer davon geträumt, selbst einmal Musik zu machen. Ihren ersten großen Auftritt hatte sie 2011, nur einen Tag vor ihrem großen WM-Sieg. Meinen ersten professionellen Gig sozusagen habe ich gehabt 2011 in Garmisch, wo ich das Eröffnungslied gesungen habe. Das war großartig, auf der Bühne zu stehen und generell liebe ich es, auf der Bühne zu stehen. Ich mache ja auch Vorträge und Workshops und ja, das taugt mir. Gefallen hat es dem zahlreich erschienenen Publikum auch. Und an alle, die Liz Görgel verpasst haben, schon ganz bald gibt's wieder die Möglichkeit, die Sängerin live zu sehen. Ich darf dann am 18. September auf der Donauinsel spielen, auf der Schlagerbühne. Kommt's vorbei!